Es folgt der Wirtschaftssprecher der ÖVP, Karl-Heinz Kopf. Karl-Heinz Kopf, bitte schön, Herr Abgeordneter. Kann nicht so wichtig sein. Herr Präsident, Frau Bundesministerin, Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher an den Bildschirmen. Vielleicht beim letzten Beginnen, beim Kollegen Kreiner. Ich glaube nicht, dass jetzt der Zeitpunkt ist, Kollege Kreiner, über mitten in der Krise darüber zu philosophieren und zu diskutieren, und zwar ideologisch zu philosophieren, wer denn wie viel derzeit an Steuern abliefert und wer das pro futuro dann vielleicht bei der Finanzierung und Sanierung der Krise tun soll. Wir sollten jetzt alle Kraft darauf verwenden, denen zu helfen, die von der Krise derzeit arg gebeutelt und geprügelt sind, und denen bestmöglich unter die Arme zu greifen. Das ist das Gebot der Stunde. Aber auch dann noch eines gesagt, die ÖVP hat mitnichten irgendwelche Prozentsätze an Verteilungen, wie Sie es hier behauptet haben, verteidigt oder festgestellt. Das haben Sie uns unterstellt, das ist mitnichten so diskutiert worden. Aber zurück zur Ausgangssituation. Ich meine, es ist ja kein großes Geheimnis mehr, dass wir im Jahre 2020 über 7% Wirtschaftsleistung verloren haben durch die vielen notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, aber auch natürlich durch viele, viele Dinge, die passiert sind. Der internationale Reiseverkehr ist zum Erliegen gekommen, auch Lieferketten sind unterbrochen gewesen und so weiter. In einem Land, das, in dem der Tourismus und auch die Veranstaltungs- und Freizeitwirtschaft einen überproportionalen Anteil an der Wirtschaftsleistung ausmacht, heißt das zwangsläufig, dass damit auch eine größere Wirkung, nämlich im negativen Sinne, auf die Wirtschaftsleistung dadurch ausgeübt wird. Insofern lässt sich natürlich auch unser Wirtschaftseinbruch, der tatsächlich etwas größer ist als bei anderen Ländern, auch leicht erklären. Dazu kommt, dass wir natürlich als kleine Volkswirtschaft ein Land sind, das besonders viel seiner Wirtschaftsleistung im Export verdient. Auch da sind wir ganz besonders getroffen, weil natürlich, wie gesagt, durch Unterbrechung von Lieferketten, durch nicht mögliche Reisetätigkeiten und so weiter, auch der Export überproportional eingebrochen ist und das auch natürlich eine negative Auswirkung auf unsere Wirtschaftsleistung hatte. Dass dadurch auch der private Konsum dann gelitten hat, weil die Menschen vorsichtiger geworden sind, gespart haben, ist auch nicht weiter verwunderlich. Und dass leider auch die Investitionen, sowohl die privaten wie auch die betrieblichen, zurückgegangen sind, auch wahrscheinlich eine Folge von Vorsichtsmaßnahmen, die getroffen wurden. Dem muss man mit geeigneten Konzepten entgegenwirken. Beim Konsum wird es jetzt darum gehen, in den nächsten Wochen mit klugen Konzepten in den einzelnen Branchen und Betrieben, nämlich Sicherheitskonzepten, ein schrittweises Öffnen wieder möglich zu machen und damit diesen Betrieben wieder wirtschaftliche Leistung möglich zu machen und ein Erwirtschaften, ein Selbsterwirtschaften von Erträgen zu ermöglichen. Es gibt dazu morgen in der Wirtschaftskammer einen ganzen Tag unter dem Titel Öffnungsgipfel, wo die einzelnen Branchen ihre Konzepte vorstellen werden, wie sie gedenken, die Sicherheit der Mitarbeiter, der Kunden zu gewährleisten, wenn wieder geöffnet wird. Dazu kommt auch oder dazu gehört eine umfassende Teststrategie, ist schon erwähnt worden, sowohl der öffentlichen Hand wie auch der Betriebe. Und den Betrieben wird, das beschließen wir auch heute, werden die Kosten dieser Tests, die sie in den Betrieben anbieten, auch ersetzt werden. Zum Zweiten, Investitionen, die zurückgegangen sind, gilt es wieder anzukurbeln. Das gesündeste Wachstum, das eine Volkswirtschaft hervorbringen kann, ist jenes, das investitionsgetrieben ist. Deswegen ist diese Investitionsprämie, die wir auf den Weg gebracht haben, so wichtig. In der Zwischenzeit sind Anträge gestellt worden, und es ist noch gar nicht das Ende, weil noch die Antragsfrist bis Sonntag läuft, Anträge gestellt worden für 3,9 Milliarden Euro an Investitionsprämie. Das wird eine Investitionswelle auslösen, und die tut uns gut, von 40 Milliarden Euro. Applaus
von 40 Milliarden Euro. Und, meine Damen und Herren, natürlich ist es, und das werden wir auch beschließen, ist es notwendig, die Betriebe jetzt auch zu schonen vor Zahlungen, die ihre Liquidität belasten. Darum verlängern wir noch einmal um 3 Monate die Stundungen für Steuern und Abgaben. Auch das eine ganz, ganz wichtige Maßnahme. Und nicht zuletzt, der Kollege Greiner hat schon erwähnt, nehmen wir in diesem Gesetzeskonvolut auch noch steuerliche Begünstigungen für jene mit, die in Homeoffice ihre Tätigkeit verrichten, zum Teil verrichten müssen. Das wird etwas sein, das in der Arbeitsorganisation künftig stärker Platz greifen wird. Deswegen ist es auch angebracht, hier steuerliche Entlastungen für die Mitarbeiterinnen und für die Betriebe, vor allem auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu setzen. Das machen wir ebenfalls mit diesem Gesetzespaket. In Summe ein weiterer wichtiger Beitrag und Baustein dieses Parlaments und auch dieser Regierungskoalition zur Abfederung dieser massiven Krisenauswirkungen. Und ich darf Sie alle einladen, diesem Gesetzespaket zuzustimmen. Danke. Sagt Karl-Heinz Kopf von der ÖVP. Er ist Finanzsprecher seiner Partei. Der Vorarlberger ist seit dem Juli 2018 zudem auch Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich. Und der nächste Finanzsprecher